Moin YouTube. Ich habe die Schallmauer von 600 Abonnenten durchbrochen, die super wichtige natürlich. Und da ist doch mal wieder Zeit für ein Special. Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich echt drüber. Ich freue mich da über jeden einzelnen Abonnenten und finde es sehr schön. Ging jetzt auch relativ schnell. Danke an Parappa an dieser Stelle. und ich habe auch gesehen, ich bin schon relativ gut in Richtung der 700 unterwegs und bei 700 gibt es dann eben wieder ein Special. Habe ja sonst nichts zu tun. Und in diesem Special will ich doch mal die Gelegenheit nutzen und mal kurz sagen, was denn da kommen wird in nächster Zeit. Also ich werde einfach mit des Zockers Füllern weitermachen. Ich will auch dann, wenn Zockers Füllhorn erstmal wieder so ein bisschen ausgelutscht ist, will ich dann wieder ein bisschen ein Spiel aus meiner Kindheit machen. Vielleicht etwas schneller und kürzer als davor, weil dieses Format, in dem ich einfach eine Viertelstunde lang nur rumbrabbel und nebenher so ein Spiel abläuft, finde ich etwas langweilig. Oder was meint ihr? Ansonsten, Gerüchte halber, steht seit langer Zeit auch schon mal wieder der Assi in den Startlöchern. Müssen wir mal schauen, ob ich dazu was komme oder ob da genug Ideen kommen. Und was auch auf jeden Fall kommen wird, ist, ich werde ein Video machen, in dem ich meine 12 Lieblingsspiele aller Zeiten vorstelle, zumindest nach aktuellem Stand, meine 12 Lieblingsspiele, wo sich dann auch zeigen wird, dass ich eben nicht nur Retro-Sachen zocke, sondern durchaus auch sehr viele zeitgenössische Dinge. Und das ist es dann so im Prinzip. Und ansonsten, wenn ihr eine Idee habt oder ihr einen Wunsch habt, dann einfach mir schreiben. Ich kann natürlich nicht alles machen und ich kann auch keine Spiele reviewen, die ich noch überhaupt nicht kenne. Oder ja, will das vielleicht auch nicht unbedingt, weil ich dann doch so eine gewisse persönliche Note auch mit reinbringen will. Wobei, wenn es eben ein cooles Spielprinzip ist von irgendwas und man da auch gut rankommt an dieses Spiel, dann würde ich das auch mal machen, wenn es ein entsprechend ansprechendes Spiel ist. Aber einfach mal, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche habt, dann einfach mal auf irgendeinem Weg Bescheid geben. Ich freue mich da über jedes Feedback und ich lese auch jedes Feedback, auch wenn letztendlich dann die Aufforderung kommt, spiel doch mal Final Fantasy 7 und ich Final Fantasy 7 dann eben nicht spiele. Dann habe ich es aber trotzdem gelesen und so registriert, aha, okay, Final Fantasy 7 werde ich aber trotzdem nicht spielen. Ansonsten nochmal vielen Dank für die vielen Abos. Ich freue mich, wie gesagt, sehr darüber und macht's gut. Tschüss.